Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute wieder meinen Monk ein wenig weiter, meinen Magamonk. Und dieser ist mittlerweile auf Stufe 87. Und ich hau mir jetzt nochmal einmal hier eine Flask rein. Moment, wo haben wir sie denn? Tja, das ist ein perfekter Start. Ich finde sie nicht. Auf jeden Fall ist es die EP-Flask, die mir nochmal 10% mehr bringt. Wahrscheinlich Trank. Ah, Trank ist es hier. Der Trank, genau. Und dann kriegen wir nochmal 10% mehr EP, beziehungsweise 10% mehr, 10% mehr, 10 Stats mehr, ne, kriegen wir hier von allem, was auch nicht schlecht ist. So, nochmal einen Schatz gelootet. Dann queuen wir einmal rein. Hier muss ich den neuen Timer anmachen. Also wir könnten eigentlich auch mal was anderes queuen, ne. Ich mache jetzt die ganze Zeit MOP. Wir könnten theoretisch auch mal Cutter noch queuen, weil das ist ja auch in dem Bracket drin. Diese Begrüßung macht mich schlagartig weniger attraktiv, okay. Dann hoffe ich mal, dass ich attraktiv genug bin, dass das nochmal wettmacht. Was habt ihr denn gegen meine Begrüßung? Sollen wir mal hier eine Abstimmung machen? Also ich bin ja nebenbei auch am Streamen. Sollen wir mal eine Abstimmung machen, wer die Begrüßung gut findet und wer sie schlecht findet? Und alle, die dann für schlecht voten, die werden für immer gebannt. Und sind für mich gestorben. Auf die eine oder andere Weise. Spaß, nein. Jeder hat seine Meinung. 87 ist der Monk jetzt. Also wenn ihr noch mitbasteln wollt, könnt ihr das gerne tun. Drei Level bin ich in dem Bracket noch. Sobald ich Level 90 bin, bin ich halt dann im Bracket 90 bis 100. Ne? Wobei das dann nicht mehr ganz so wild ist, weil wir dann ja eh keine Instanzen mehr queuen. Sondern sobald wir im nächsten Bracket sind, ist es quasi so, dass ich Schätze aufmachen werde. Ja, und Bonusziele. Warte mal, wo ist das Ding hier? Da flackt's irgendwo, ne? Tank du den Typen mal, ich mach dieses Ding auf, dann nehme ich ihn dir ab. Also den brauchen wir nicht töten, der bringt fast keine EP. Ja, 59.000. Du findest die Begrüßung legendär. Schau mal, also da sind ein paar Leute, die sind pro Täler komische Begrüßung. Hast halt einen Tag Mist, LG. Okay. Hast du aufgemacht, dann lass weglaufen, weil oder wollen wir den überhaupt machen? Jetzt hab ich nicht auf den gedrückt. Oh mein Gott. Ja, dann lass mal nicht MOP, lass mal Cutter queuen, weil da haben wir noch alle Quests offen. Vielleicht kommen wir ja in Dings rein, ne? Na ja, gut, jetzt ist er schon fast tot. Mal gucken, was wir in EP kriegen hier. Nee. Du machst hier kein Geschnetzel, ne? Dich stunnen wir jetzt erstmal. Wahrscheinlich resette ich ihn jetzt eh gleich, wenn ich ihn zu weit wegziehe. Na gut, immerhin 9000 EP hat er gebracht, ne? Gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Da wird meine Begrüßung angezweifelt. Unglaublich. So. Oh, mit dem Rogue bin ich noch ein bisschen im BG unterwegs und nebenbei. Jetzt muss ich aus dem Gedächtnis wieder die Rares abflattern, ne? Hier, nicht die Rares, sondern die Schätze, so rum. Hier in der Höhle ist eins drin. Unten flackt eins, in der Höhle ist eins drin, in der Höhle einmal um den Berg rum, unten in dem Loch und hinterm Berg im See ist nur eins, soweit ich weiß. Die hier kenne ich mittlerweile schon ziemlich auswendig, wobei das hier bringt so gut wie keine EP. Mein Gott, jetzt hast du mir das wieder weggelootet. Lass mal hier raus und dann in die Instanz rein, dann können wir nämlich die hier outrangen. Ah, perfekt, die brauche ich noch. Wird jetzt hier GS verglichen. Also ich habe 389 mit dem Main, ne? Ein bisschen was fehlt mir noch auf 390. Wobei ich habe ein 370er Trinket mittlerweile angezogen. Das aus Freehold vom Endboss, weil das halt richtig gut ist. Das ist mit puren Stats Proctus. Dann ziehe ich lieber ein 370er als ein 385er an. Dass das zumindest ein gutes Stats hat. Okay. Finde ich gut, dass ihr das so seht, weil ich habe eigentlich keinen Bock, meine Begrüßung zu ändern. Die ist nicht optimal, aber, ne? Da müssen wir was Neues einfallen lassen und, ach, wie wisst ihr, ich bin ein bisschen faul.
So, komm, da haben wir jetzt. Ach ja, ich wollte die stunnen und sie stunnen mich als erstes, okay. So, jetzt aber stunnen. Falsch, ich habe nur einen Mythic-Raid, deswegen habe ich Item-Level, ne? Du kannst ziemlich schnell an Gear kommen, jetzt wo ich meine neuen Chars gegeert habe, ne? Um in die Warfront reinzukommen. Also so, es ist richtig easy, auf ein hohes Item-Level zu kommen. Wenn du alleine siehst, du kriegst beim World Boss ein 385er-Item, du kriegst bei der Warfront ein 385er-Item. Also eigentlich, du kannst halt theoretisch voll mythic-geared sein, ohne irgendwas zu können. Das ist halt schon eigentlich fast ein bisschen traurig. Shirtless. Warum bist du denn shirtless? Hast du da irgendwelche sexuellen Vorlieben, die ich nicht weiß? Ach shit, ich sollte eigentlich als Letzte hier drauf gehen, ne? Für die Quest müssen wir die nämlich, glaube ich, hier. Müssen wir nämlich genug töten. Und vor allem die Trox. Jedes Mal wird es nämlich nicht geschafft, dass genug Trox abgeschossen werden. Deswegen muss man da ein bisschen gucken. Die Trox sind nämlich immer das Problem. Aber du musst 30 Trox töten. Eigentlich musst du 15 beim Hin- und 15 beim Zurückfliegen. Obwohl, ich habe schon 25, 30, okay. Ja gut, die Trox sind doch nicht das Problem. Easy, ich hab's voll drauf. Die brauchst du nicht. Die hier musst du abschießen, weil die schießt immer keiner ab. Die hier drin stehen. Das sind die wichtigen Mobs. Weil die verschrecken eh, weil hier fliegt der in den Kreis, ne? Aber da rein musst du immer schießen. Ah, du denkst nur die Damen. Ach so, okay. Ja, ich glaube, das wollt ihr gar nicht sehen. Das wollt ihr gar nicht sehen. Ah, schau mal, der da drin haben wir sie getötet. Wunderbar. Okay, die kriegen schon keinen Damage mehr. Teilweise buggen die auch rum, warum auch immer. Dann kriegen die ganz wenig Schaden. Also ganz killen kannst du sie irgendwie eh nicht. Schießen, also die brauchst du eigentlich nicht machen, aber falls da jemand reinrennt, nur so auf Nummer sicher gehen. Andi, du bist heute schon wieder charmant, ne? Wie eh und je. Na, schau, die haben wir alle gekillt. Ich habe, glaube ich, eine Gruppe, die relativ gut hier reinnatzen. Die fallen schneller als normale, ja, das ist richtig. Gut, es geht bei den Trocks auch nicht um die. Hä, wo haben wir denn den geaddet? Okay, da kam jetzt so ein normaler Trock runter. Ja, gut. Ja, gut. Bloß da drin die Mobs, die kannst du halt nicht wegbomben, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Und du kriegst halt auch weniger EP, wenn du halt alle wegbombst, ne? Wenn du die Mobs stehen lässt, würdest du halt für die Mobs EP kriegen. Schauen wir mal, ob wir ein HT kriegen. Na? Warte mal, ich habe doch meinen Personal Mage dabei. Der könnte doch HT ziehen. Eigentlich willst du die hier nicht beim Boss töten, weil die buffen den Boss. Aber egal. Na? Na? Jetzt kommt HT. Ja, Stream Delay. Jetzt hat der Boss nämlich. Nee, er hat gar keinen Buff gekriegt. Weißt du, Anti, der hat Stimmungsschwankungen. Wenn er nicht genug Aufmerksamkeit kriegt, dann wird er gemein. Oh, da ist der Boss. Oh, alles zusammen. Mal gucken, ob das gut geht. Ich hoffe, wir haben den vernünftigen Heiler. Dann könnte das gut gehen. Warte, ich stun die mal alle. Je nachdem, in was für ein Dings der Boss jetzt hier geht. In was für ein Mode. Ah, in dem ich muss weglaufen. Mode. Und die Mobs stunnen mich, wenn ich weglaufen müsste. Na, perfekt. Na, perfekt. Oh, shit. Oh, und ich werde wieder gestunt. Jetzt müsste ich wieder weglaufen. Na gut, komm. Ich tank das durch. Easy. Naja, ab 90 geht es eigentlich schnell, ne? Bis 90 zieht sich das schon ein bisschen.
Mal gucken, wie weit ich heute mit dem noch komme. Auf Ding auf jeden Fall noch auf 90 und dann wahrscheinlich mache ich das Zeug auch noch, je nachdem, wie ich drauf bin, ne? Gucken wir mal, weil dann sind's ja, geht's ja über die Sachen aufklauben eh relativ zügig. Was ich an Playtime habe mit dem Monk hier, müsste ich gucken. Aber ich war jetzt auch ziemlich viel immer rumgestanden, das ist das Problem. 13 Stunden habe ich mit dem jetzt gespielt. Und auf was ist er jetzt? Ja. Ja, 13 Stunden habe ich auf dem Playtime. Jetzt musst du rechnen, eine Stunde ist es etwa noch auf 90, dann eineinhalb vielleicht bis, eineinhalb bis zwei auf 100. Und dann über Invasionen vielleicht insgesamt zusammengerechnet auch nochmal eine Stunde auf 110, ne? Wenn du halt wirklich immer nur über die Invasionen levelst. Ja, sowas. Also kannst du da jetzt noch 4 Stunden draufrechnen, dann ist er zumindest 110, der Char. Auf was sind wir dann? Auf 17 Stunden. Ja, das geht doch vollkommen in Ordnung. Man kann es wahrscheinlich wesentlich schneller machen. Also man kann mittlerweile echt richtig zügig. Ah, warte mal, die hätten wir skippen können, ne? Die hätten wir gar nicht machen müssen. Aber die edit man leider eh immer, deswegen. Mittlerweile gehe ich halt so über Mobs, die man skippen könnte, lieber gleich mitzumachen, als dass du vorrennst. Es wird geedit, dann stirbt der eine, dann stirbt der andere und dann verreckst du halt wieder zwischen rein, weißt du? Das ist halt immer ein bisschen schwierig, teils. Oh. Wo ist denn der Heiler? Ja, aber es geht halt deutlich schneller als davor. Davor hast du etwa, naja, sagen wir so, 1,5 Tage Playtime gebraucht, ne? Jetzt, wenn du unter 20 Stunden, also gut unter 20 Stunden hinkommst, ist es schon nicht schlecht. Man muss zwar dazu sagen, jetzt, dass ich natürlich jetzt hier diesen Monk-Buff hab, ne? Der bringt schon ein bisschen was. Wobei, der ist immer noch 50%, ne? Wann lässt denn der? Ich dachte, der lässt mit 85 nach. Du bist ja zu gnädig, dass du wieder rauslöscht, Anti, ne? Jetzt, ich bin mal gespannt, wie es gleich bei dem Boss aussieht, mit aufs Ele gehen und mit Movement. Weil das ist immer hier, naja, immer so eine Geschichte. Sagen wir es mal so. Schau mal, er hat sogar eine Weihnachtsmütze auf, ne? Der Boss hier, ja nicht schlecht. Adios, amigos. Der Boss ist halt auch ein bisschen nervig und der Endboss auch, wenn du halt Leute hast, die nicht checken, wie die Mechanik funktioniert, ne? Weil hier musst du halt aus dem Breath rausgehen. Und du musst halt aus dem dieses Feuerelementar am besten töten oder das halt nicht reinlaufen. Es gibt so Konsorten, die da immer komplett reinrennen und sich dann hochsprengen und am besten noch alle anderen mit. Ja? Also das Allerbeste. Aber zumindest haben wir Damage dabei. Dann geht das relativ zügig. Ja, gut, der Mage steht schon an. So, okay, das Ele haut er auch instant um. Ja, gut, dann kommst du gar nicht in die Bedrängnis, wenn das Ele relativ schnell tot ist. Wenn du halt auch keinen Schaden dabei hast und das Ele halt 5 Jahre lebt, ne? Und dann die halbe Gruppe in die Luft sprengt, dann ist das meistens ungut. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe Schuhe gekriegt. Sind die besser? Wahrscheinlich ja. Und ich sollte mal meine ganzen Pakete hier aufmachen, ne? Einen Ring brauche ich nicht. Was haben wir denn hier? Hände, die kann ich tatsächlich anlegen. Was haben wir hier noch? Schultern, nein, das brauche ich tatsächlich auch nicht. Muss mal gucken, was ich jetzt alles noch anziehen kann. Ne? Ich vergesse es blöderweise immer. Und ja.
dann ist das immer ein wenig blöd. So, was brauche ich jetzt noch? Warte mal, da habe ich doch bestimmt noch was, was ich anlegen kann. 92. Ich muss mal wieder verkaufen gehen. 106. Ah, schau, ein Item-Level. Upgrade und Gürtel. 108. Ja, da haben wir wieder das Item-Level. 110 sind wir jetzt genau. Man kann ja noch so einen Sockel reinmachen, ne, dass man auch mehr EP kriegt. Aber nur auf Items, die über 200 sind. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ein wenig schade ist das. Bei dem checken viele auch nicht, dass sie in dieses eine Loch rein müssen, ne? Beziehungsweise, wenn du zu wenig Damage hast und die Edge spielen musst, dass sie die Edge richtig interrupten. Und dann heilen sie sich jedes Mal wieder hoch und dann wird das hier ein ziemliches Gefrickel. Und auch den Boss, ne? Das kommt ja danach noch dazu. Schauen wir mal. Wir sind leider noch kein HT hier ready. Ich hoffe mal, ich hoffe, wir haben genug Schaden, dass wir die jetzt nicht spielen müssen. Ich habe mir mit dem extra Drums auch gekauft, ne? Aber jetzt haben wir ja eh einen Mage. Dann passt das. Wenn hier alle zusammenkommen, dann spawnt das Ding eigentlich da, wo die Leute stehen. Warte mal, jetzt kann ich eigentlich ihn auch hier hinziehen. Lauf doch nicht weg von ihm. Der macht keinen Cleave. Spawnt nämlich immer in der Nähe von Leuten, so wie ich es gesehen habe. Jetzt haben alle gecheckt, dass sie sich da reinstellen müssen. Ich bin ja beeindruckt. Bin ja echt beeindruckt. Da habe ich schon anderes gesehen. Ah, aber ich glaube, wir können auf den Boss durchziehen, ne? 26%, das müsste ja ausgehen. Kommt das erste Add? Nee, kommt hier auf den Boss durch, das müsste da ausgehen. 7% hat er noch. Add musst du nur spielen, wenn du zu wenig Damage hast. Wenn du es spielen musst, wird's nervig. So, Stufe 88. Zwei Level sind's noch. Wir haben aber auch noch ein paar Items rumflacken, ne? Also von dem her könnte das ganz gut werden. So, rein und rausporten. Hey, danke dir fürs Abonnieren. Die Quests bringen halt weniger als vorhin die Arena-Quests, ne? Das ist halt echt krass. So, sollen wir jetzt mit denen nochmal queuen? So schlecht war die Gruppe eigentlich echt nicht. Irgendwie kann ich nicht nochmal queuen. Ja, okay, der Heiler ist leider raus. Ja, gut, lass die letzten Schätze noch aufsammeln. Die dürften nämlich auch noch ganz gut was an die EP bringen. Und dann brauchen wir vielleicht nur ein bis zwei Dungeons, oder? Sowas um den Dreh. Je nachdem. Warte, das nächste. Also da unten gibt es noch eins, aber jetzt lass erstmal das in der Affenhöhle holen. Also in der Affenhöhle ist noch eins. Dann ist quasi hinten in dieser Eishöhle noch eins und unten haben wir auch noch mal eins rumflacken. Und dann ist in der Höhle noch mal hier eins und hinten im See flackt auf jeden Fall auch noch eins. Also ein paar Dinge haben wir noch, die ganz gut EP bringen. Da müssen wir halt gucken, was wir zwischen den Procs machen. Oder vielleicht sind wir dann genau eh schon auf Max-Level. Hier, da ganz hinten drin ist eins. Deine Chords, die rausgesucht haben, ne? Die sind anscheinend doch nicht so gut wie mein Gedächtnis. Aber ich habe das auch hier schon das ein oder andere Mal gemacht. Du musst ganz bis nach hinten durch. Ja gut, das war natürlich jetzt wasted. Aber die killen wir eh nicht. Ach shit, mit dem habe ich kein Freedom, ne? Jetzt bin ich im Netz. Na gut, der eine Typ hatte keinen Bock auf uns anscheinend. Ich bin erstmal hier runtergefallen und wurde wieder eingenetzt. Na wunderbar. Ja, gut, ich glaube, die müssen wir doch killen, hä? Da führt jetzt, glaube ich, nichts dran vorbei. Oder ich bin schnell und komme doch hier raus. Ohne Netz. Ohne Netz und doppelten Boden. So. Ach komm.
Bin halt nur im Root, ne? Ist das ätzend? Ist das ätzend? Aber der Charles Zorn ist da, ne? Ich könnte ja so zuerst verfahren nochmal auf ihn draufhauen. Ich glaube, Loot müsste ich schon kriegen. Na gut. Das wird wahrscheinlich nichts mit Just for Fun mal draufhauen. Das nächste. Dein Lieblingsboss. Ja, definitiv. Schar des Zorns. Wir sind bald bei den 4000 Tries, ne? Auf den Schar des Zorns. Also weit sind wir nicht mehr weg. Ich glaube irgendwie, ich glaube so 10 rum, ne? So um die 10 Tries sind wir noch vom Schar des Zorns entfernt. Läuft aktuell. Ach, wir sind aus dem Ding rausgefallen. So, und hier liegt es immer woanders, das Ding. Da muss man ein bisschen gucken. Das ist teils ein wenig blöd. Sag mal, wenn du es gefunden hast. Das liegt hier in den Ruinen einfach irgendwo mit dran, ne? Es kann theoretisch, glaube ich, auch sogar da oben liegen. Theoretisch. Aber man sieht es eigentlich glitzern, ne? Bloß es ist halt immer so ein kleines Splitterteil nur. Und es ist ein bisschen schwer zu sehen. Also mit manchen Chars habe ich hier auch aufgegeben, muss ich gestehen. Hier bei mir. Nee, ich seh's nicht. Also bei mir flackt hier nix. Mach's mal auf, keine Ahnung. Ah, schau mal, bei mir liegt's hier rum. Siehst du das? Teilweise komisch. Es ist manchmal auch ein Kopf und manchmal ist es so ein kleiner Splitter. Vielleicht liegt es auch je nach Klasse oder so, keine Ahnung, das ist teilweise komisch. So, das haben wir auch. Dann, gehen wir jetzt in die Dingshöhle, in den Tempel und dann zum Wasser. Das sind jetzt die drei Spots, die ich noch. Und ich meine, bei der anderen Höhle hier war auch nochmal irgendwas. Irgendwas war da auch nochmal drin. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nicht mehr so hundertprozentig zumindest. Gut. Ach, schau mal. Kann wieder queuen hier. Sehe ich gerade. Boah, da müssen wir jetzt ganz hinten rein. Das wird ein bisschen nervig, ne? Also theoretisch könnte man das verhindern, dass man die triggert. Ist aber eh egal, weil du hier so viele Mobs am Arsch hast, dass die dann auch nicht mehr jucken. Naja. Zum Glück ist mein Ork hier warm angezogen, ne? Im Frostigen. Da ist das kein Problem. Wird's einem wohlig warm ums Herz. Ich glaube, hier hinten drin war es gelegen, ja. Das ist übrigens die gleiche Höhle, die es auch im Alltag Valley gibt, ne? Vom Höhlendesign. Ah, da sind wir 89. So, ein Level noch und dann können wir nach Dings gehen. Wahrscheinlich, aber du brauchst wahrscheinlich noch länger, oder? Du bist erst 86. Ja, bei dir wird's nicht reichen. Bei dir wird's nicht reichen für die Schätze in Dingster Bumster. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir dann noch andere Leute, die auch auf dem Bracket 90 bis 100 sind, wo wir dann die Schätze zusammen machen können. Oder vielleicht machen wir das auch morgen. Ja, die. Mal schauen. Mal schauen, wie ich Lust und Laune habe. Da hast du einen anderen Char für. Ah ja, gut, perfekt. Perfekt. Na dann, passt das doch. Jetzt müssten wir bloß noch einen Proc kriegen, ne? Es fehlt halt noch ein Heiler hier. Sonst müssen wir tatsächlich nachher nur questen, ne? Wenn es blöd läuft für das eine letzte Level. Eigentlich ist es gerade gut, dass man die Schätze so ein bisschen als Filler machen kann, während man quasi auf den Proc wartet. Ach komm, lass mich mal aus dem Combat kommen. So, das nächste Ding ist da einmal unten drin. Hier rein in das Ding, dann gleich im Raum im zweiten müssen wir nach rechts.
Da oben flackt's dann. Wenn du hier nochmal erholt bist, kriegst du halt genau das Doppelte, ne? Dann würde ich halt 60.000 kriegen. Nicht 60, sondern 120.000. Dann geht es halt noch ein bisschen zügiger. Aber das ist halt auch immer eine Sache von, ja, da musst du halt immer warten, ne? Da müsste ich halt immer 2 Wochen oder so nichts machen, dass der halt voll erholt wäre. Und ja, so lange will ich dann auch nicht warten. Jetzt will ich dann endlich mal fertig kriegen. Den Monk hier. So. Und ja, dann haben wir noch eins, und zwar ist es da hinten in dem See drin, ne? Da müssen wir jetzt einmal ganz außen rum fliegen. Und zwar hier hinten rum. Und dann sind das, glaube ich, alle, die ich soweit kenne. Was ich noch weiß, hier in der Höhle war noch was drin, aber ich glaube, das war kein Schatz, das war so eine Schriftrolle, ne? Und die bringt dir ja an sich jetzt keine EP, deswegen brauchen wir die eigentlich nicht holen. Dann könnten wir hier, ja, so weit sind wir jetzt gar nicht weg, dann könnten wir hier die Quest-Sachen quasi fertig machen. Warte mal, es war jetzt in einem von den Pottichen hier gelegen. Warte mal, war das im unteren, oder? Es war nicht hier in dem oberen, das war, glaube ich, in dem unteren, ja. Einmal ganz nach unten, ja. Da war es irgendwo drin. Jupp, da. Siehste. Das müsste auch nochmal so um die 50, 60.000 bringen. Ja, siehste, hier 60k. Gut, jetzt brauche ich noch ein bisschen über 200.000. Oh, du hast Level up, Z. Gut, du brauchst noch 3 Level, ne? Ich brauche noch ein bisschen über ein halbes Level. Ja, dann lassen wir dahinter fliegen, bis wir einen Proc kriegen, können wir dann ein, zwei Quests machen, ne? Oder wir können schon mal auf spekulieren und Richtung Timeless Isles fliegen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder ich kann zumindest spekulieren und Richtung Timeless Isles fliegen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was habe ich denn durch den letzten Dungeon-Abschluss gekriegt? War das genug? Ja, das habe ich jetzt leider nicht mehr im Chat drin, ne? Wie viel ich da bekommen habe. War das. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt einen. Wenn ich da einen Proc kriegen würde. Durch ein. Ah, 200. Ein bisschen mehr als 200.000 durch eine Instanz. Weiß ich nicht, ob das reicht. Vielleicht eine mit Quest würde wahrscheinlich reichen. Wenn ich halt auf den Proc pokern würde, ne? Weil ich muss ja dann eh rüberfliegen, Timeless Isles, und dann einmal. Numm, ne? Einmal die Pre machen. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Wir müssen, glaube ich, mit irgendwas seilt euch, ja, wir müssen uns hier abseilen. Ja gut, im Abseilen bin ich gut. Einmal abseilen. Wobei, eigentlich so spät ist es noch gar nicht. Viertel nach eins, ne? Ja, geht. Gut, was müssen wir denn jetzt machen hier? Munition, Ding. Hier hinten haben wir theoretisch auch noch eins in der Höhle. Das haben wir noch gar nicht aufgesammelt. Nur das kannst du vergessen. Und zwar bringt das kaum EP. Es gibt ein paar, die sind irgendwie buggy. Warum auch immer. Die bringen so gut wie keine EP. Müssen wir hier ein paar Soldaten töten und Dings hier Munition zusammenbatschen. Ich glaube, so ein bisschen über 100.000 kriegst du auf jeden Fall für den Endabschluss, ne? Und dann in der Ini vielleicht so 50k oder so, würde ich jetzt sagen. Also so 150 bekommst du durch die Ini eigentlich so im Dreh schon. Wenn du dann noch Quests hast, ne? Was haben wir vorhin gesehen? Irgendwie 27k. Wenn du 2 Quests oder so hast, sind es halt nochmal fast 60. Dann wird es halt eh schon reichen, theoretisch. Aber du weißt halt nicht, ob du in Dings reinkommst. Und wenn ich dann knapp nicht Level up bin, dann hocke ich halt auf Timeless Isles rum. Und, ne, dann wäre es halt umsonst. Weil, hier in den Timeless Isles ist ja der Punkt, wo ich quasi. Warte mal, zählt das für mich mit? Ja, doch, das, wenn du die kaputt machst, zählt das für mich mit. Timeless Isles ist ja quasi der Punkt, wo ich mit dem Stuhl mich rüberporten kann, ne? Nach Draenor. Und dann. Achso, warte mal, wollte ich mir nicht eigentlich noch das schnelle Fliegen holen? Ja, für die Schätze wäre es eigentlich jetzt schon clever, ne? Für die Schätze wäre es tatsächlich clever, wenn ich mir das noch hole. Mache ich vielleicht einen Hard noch, ja. Also bevor wir nach Draenor gehen, erinnert mich mal bitte dran, dass ich mir das schnelle Fliegen noch kaufe. Dann logge ich halt schnell um. Was kostet denn das? 5k kostet das. 3,5 habe ich doch eh. Warte mal, wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeug verkaufe. Ich komme. Naja, naja, obwohl ganze 5k dürfte es eigentlich gar nicht kosten. Ah, schau mal, mit dem ganzen Dreck bin ich schon auf. What the fuck, was hatte ich denn alles an Mist-Items dabei?
2000, nee. 1000 irgendwas Gold nur durch Drecksein. Ja, gut, ich muss gar nicht umloggen, ne? Weil ich halt so viel Crap-Items dabei habe, die anscheinend was wert waren. Warte mal, ich hab. Stimmt, die Schatz-Items waren so viel wert. Ja, richtig. Das ist ja jedes Schatz-Item hier Dings wert gewesen, ne? Oh, irgendwas habe ich noch dabei, das anscheinend. Naja, ist egal. Wir verticken das Ganze jetzt. Es braucht kein Mensch. Auch den Stoff hau ich weg, ja, weil der Maha eigentlich auch nicht gut gekauft wird, ne? Ist halt auch nicht viel mehr wert als der Vendorpreis. Stimmt, das sind die Schatz-Items, ja, da sind teilweise ein Schatz-Item 100 Gold wert. Ja gut, dann brauche ich nicht mehr umloggen, das ist doch wunderbar. Jetzt verkaufe ich den ganzen Mist noch und dann habe ich eh schon genug, um. Oh nein, jetzt habe ich fast meine EP-Tränke verkauft. Dann habe ich eh schon genug, um mir das schnelle Fliegen kaufen zu können. Passt. Perfekt, perfekt. So, warte, das machen wir jetzt noch auf. Brauche ich das? Schultern? Nein, brauche ich nicht. Na gut, das ist schon mehr wert, ne? Also das wird sich schon rentieren. Was haben wir hier? Weg damit. Weg damit. Das sind alles Questsachen und das Brot brauche ich eigentlich auch nicht. So. Gut, was. Achso, viele Quests sind wir schon fertig. Killen wir den noch fix? Ne, ich kann nicht aufsteigen, solange ich Infight bin. Er hat aber die Quest fertig gemacht. Brav. So. Nee, dann kann ich mir den schnelle Fliegen auch gleich kaufen. Das passt ganz gut. Ich glaube, wir müssen hier die Qu Ach nee. Bei mir werden sie hier drin angezeigt. Das ist schon im Tempel. Das ist nicht da hinten. Das ist, glaube ich, ein Anzeigefehler. Oder? Das ist ein Anzeigefehler. Die sind im Tempel, die Quests. Na gut, einer muss die Arbeit erledigen, weißt du? Hilft ja nichts. Hier, schau bei mir. Da ist der. Das weiß ich nicht, warum das auf der Map falsch angezeigt wird. Ganz komisch. Na gut, die bringen halt auch schon 30k, ne? Genauso viel, beziehungsweise mehr. Warte mal, wo. Ach so. Dann musst du das Item drücken, das natürlich wieder bei mir buggt. Das natürlich wieder bei mir rumbuggt. Ja, ich muss das jetzt blöderweise aus dem Inventar mal machen. Aber ich glaube, das muss jeder selber basteln. Hier auch nochmal und druff. Ich weiß gar nicht, ob der Proc da überhaupt noch kommt, ne? Ah, schau, man muss nur motzen. Man muss nur motzen. Oh nein! Nein! Das ist halt die längste Scheiß-Innie, die es gibt. Boah, ich bin am Überlegen, ob ich die Innie nicht mache. Lieber noch ein paar Quests bastel. Ohne Scheiß, weil die dauert. Ab zum gelben Monokel. Oh nein. Ab 90 könntest du das Ziel mitkommen. Naja, ab 90 werde ich eh bloß noch Dings machen, weißt du? Also, jetzt schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Die dauert halt ewig, die Inni. Ich glaube, es wär schneller, wenn ich einfach nur die Quests machen würde mit 30k und die Inni nicht spiele, ne? Naja, obwohl, ich weiß halt nicht, was kannst du skippen? Den einen Boss brauchst du auf jeden Fall, ne? Also ich muss ja nur oben den Endboss töten. Den Aufzug kann ich aber erst hochfahren, wenn wir den rechten Boss gemacht haben, oder? Bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ich brauche jetzt in etwa 100k. Das wären drei Quests, ne? Wenn die CD Quest 30k bringt, werden es drei Quests. Na gut, wir werden es sehen. Ich lauf mal bis zum Aufzug und schau mir das mal an. Ich bin mir halt nicht sicher, ob du nicht direkt schon hochfahren kannst. Du machst halt normalerweise alle Bosse für das Ziel, also rechts und links.
Ja gut, müssen wir mal gucken, das weiß ich halt jetzt nicht. In der war ich halt seitdem auch nicht drin, ne? Seit sie das geändert haben, dass du quasi die komplette EP kriegst, wenn du einfach nur den Endboss killst und nicht mehr quasi diese Ziele hier. Eigentlich können sie das auch rausnehmen, ne? Das ist halt jetzt nichts sagen, ne? Sieh mal HT hier wieder bei dem hier. Na gut, jetzt ist auch zu spät. Da geht es gleich in die Immunphase. Naja, Lichtschild bald. Ich glaube, das HT war jetzt gewastet. Schon einer da, den Hebel? Ja, eigentlich kannst du das Tank auch oben bleiben und den Boss interrupten, ne? Das ist auch so ein schöner Boss hier, ne? Das ist so ein richtig schöner Boss hier. Kann sie natürlich auch durchcasten lassen. Und das gegenheilen, ne? Wenn du den interruptest, dann fängt er halt sein Shit wieder an. Vor allem, dann macht er sein Schild halt nochmal. Es wäre jetzt besser gewesen, wenn man durch. Komm, ich geh jetzt nicht nochmal runter. Vor allem hat er sich jetzt nochmal hochgehalten, ne? Sind denn die? Wenn der eine. Es muss das nur ein DD auf jeder Seite einmal runterspringen. Ernsthaft, bleiben die jetzt alle oben? Lass ihn einfach durchcasten und hau ihn runter. Dann kann er nämlich nichts machen, solange er seine Hymne castet. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Du kriegst halt immer mehr Damage hier, ne? Aber es juckt ja nicht. Solange der Heiler das gegenheilen kann. Sonst musst du halt x-mal laufen, das ist halt auch nervig. Easy. Jetzt drückt mir die Daumen, dass ich direkt nach oben kann. Macht ja auch wieder Bock, okay. Das freut mich. Jetzt schauen wir gleich mal. Also kannst du es auf jeden Fall schon mal nicht anklicken, ne? Das ist jetzt ungut. Nee, also ich glaube, du musst nach links laufen. Oder musst du den rechten Boss machen? Das ist jetzt die Frage, ne? Also anklicken kann ich hier auf jeden Fall nichts. Obwohl, oder was, die Steuerung hier? Warte mal. Nee, du kannst ihn nur in die erste Etage bringen. Der ist schon in der ersten Etage. Nee, da geht nichts. Du musst die komischen Bosse machen. Schade. Sonst wäre die Ini halt cool, ne? Dann könntest du direkt hoch zum Endboss und dann hätte sich die Sache erledigt. Aber du musst halt hier diese ganzen Events und Kack spielen. Schade. Ich dachte, du kannst da vielleicht was skippen. Ich glaube, wir wären echt schneller gewesen, wenn wir einfach nur noch ein paar Quests gemacht hätten und nicht mehr für die Instanz gequeued. Weil die bringt uns jetzt, glaube ich, eh übers Cap hinaus. Ich sollte ihn vielleicht noch aus dem Heal rausziehen hier. Jetzt sind sie natürlich alle da drin genovert. Raus da. Der Meteor. Ja gut, komm, die sterben eh. Weiter. Weiter geht's. Müssen eh jetzt hier Bran anquatschen, dass er hier die Tür aufmacht. Also wenn ihr gleich einen Chart zwischen 90 und ja, 100 habt, könnt ihr gerne mitspielen. Wir werden nämlich jetzt dann danach die Bonusziele abfliegen und die Bonus-Objectives. Und ja, da könnt ihr auch gerne mitkommen, wenn ihr wollt.
So, dann noch den Flammenwächter. Ah, das ist immer nervig, diese ganzen Dudes zu machen. Du hast ja noch einen Char, ne? Auf 90 aufwärts. Wir können dann eigentlich auch ins TS gehen, dann können wir uns gleich bei den Bonus of Check das ein bisschen besser absprechen, auf was wir gehen. Ja, du hast ein 90, also wenn du willst, können wir auch ins TS gehen, dann haben wir das mit dem Stream Delay nicht. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht hat ja dann noch jemand einen 90er Char und will auch mitkommen. Oh, der hat dich zerrupft. Das ist blöd. Ich reiz dich mal. Ups. Digga, worry. Ja. Müssen halt die Dings noch machen, weißt du, die Kampagne für die Garnison, dass wir den Buff uns einmal holen können. Das brauchen wir noch. Und sonst können wir halt rumfliegen und Zeugel aufsammeln. Ja, warte mal. Ach shit, den habe ich schon gemacht. Ich Vollidiot. Ja, ich Vollidiot. Da war ich schon. Wir müssen ja hinten rum. Kurz desorientiert hier. Na, komm mit. Diese blöden Trocks, die spawnen auch halt alle nach, ne? Also die, wenn du die umhaust, du hast halt immer wieder den ganzen Scheiß an der Hacke. Was, hat er jetzt ernsthaft den Shroud gezogen? Jetzt, wo wir schon in Combat sind? Ah, das bringt viel. Das bringt richtig viel. Du hast die Daten noch, oder? Oder muss ich sie dir nochmal posten? Okay, ja, dann können wir gleich noch ins TS switchen. Weil sonst ist es immer ein bisschen nervig mit den ganzen Bonus-Objectives und dem Zeug. In den Dungeons ist es mittlerweile ja relativ wurscht. Wobei, wenn wir die Objectives machen, dann wäre es gut, wenn wir fast ein bisschen mehr Leute sind, weil dann geht die halt deutlich schneller, ne? Es zieht sich halt schon mal ein bisschen. Die bringen ja richtig EP, ne? Wenn du da Full Support drin hast, 150, 160.000, eine einzige, also da kriegst du richtig krass was. Da kriegst du richtig krass EP. Theoretisch könnte ich da meinen zweiten Account auch gucken, dass ich den nehme und da einmal durchballer. Das wäre auch noch eine Idee. Weil die Mobs an sich, die EP, die kannst du dir in die Haare schmieren. Also das ist nichts, was du da kriegst. So, haben wir alle, oder? Wunderbar. Auf geht's. Warte, ich bastel nebenbei schon mal. Connected. Microphone muted. Du meinst Ali Chars? Nee, ich hab ja, weißt du, ich hab ja. Oh fuck, jetzt habe ich die Dings zugemacht. Ups. Warte, den tanke ich mal fix ein. Ich habe gerade den Chat zugemacht. Okay. Ach shit. Ja, Moment, jetzt. Ich hoffe, die Aggro halte ich von dem. Zu viele Sachen offen. Nee, weil theoretisch könnte ich halt mit dem zweiten Kampf bei den Bonuszielen das mitmachen. Dann geht das halt ein bisschen schneller. Ich bin gerade so überlegt.
Weil das ist eigentlich, was am meisten EP bringt. Aber stimmt, eigentlich könnte man mal probieren, nur über, naja, ganz nur über Bonusziele wird es wahrscheinlich zu wenig sein. Aber zumindest einen Teil darüber zu machen. Das letzte Mal haben wir ja gesehen, dass die mit Abstand am meisten bringen, ne? Ich hatte ja bis 103 oder so, hatte ich die Dinger gebastelt. Und das ging echt ganz gut. Ich muss nicht zurücklaufen. Hier oben gibt es einen Port irgendwo. Warte, wo war denn das? Und außerdem müssen wir das Ding, glaube ich, aktivieren, oder? Musstest du das nur für die Quest machen? Anscheinend. So, können wir jetzt nach oben fahren oder ist immer noch. Ich befürchte fast, wir müssen beide Seiten machen. Zweite Etage, ja. Wir können nach oben fahren. Ich habe das absichtlich gemacht, weil ich auf den Typen hier warten wollte. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ich bin so ein Vollidiot, echt. Also den anderen Flügel musst du echt nicht mehr machen. Das ist ganz gut. So, jetzt bringen wir das mal wieder in die erste Etage runter. Komm, Aufzug. Dann nehmen wir den Typen hier noch mit. Ist das bitter? Ist das bitter? Channel switched. Microphone activated. Nee. Okay, anscheinend alle AFK. Wollte ich dem Lexi mal Hallo sagen, ne? Eieiei. So, jetzt muss ich mal rausfinden, welcher der Boss ist, der Endboss. Ich meine, der hier, oder? Nee, ich glaube, das ist der Endboss, ne? Seed ist, glaube ich, nicht der Endboss. Den müssen wir machen. Der Würger. Weil der steht hier zumindest drin, ne? Das müsste dann der Endboss sein, der hier. Weil du hast ja hier theoretisch vier extra Bosse, die du auch noch machen kannst. Und vorher war es so, dass du für jeden nochmal extra EP gekriegt hast. Das haben sie aber rausgenommen. Also das gibt's nicht mehr. Lohnt sich's noch, WoW zu spielen? Die Frage ist halt, die Frage kannst du denn ja halt nur selbst beantworten. Die kann kein anderer für dich beantworten. Wenn es dir Spaß macht, dann lohnt sich's immer. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann nicht, ne? Also deswegen. Und mit Gold-Farm-Spots gibt's sicher, es gibt immer irgendwo was, wo du Gold machen kannst. Wobei ich da jetzt gerade nicht so in der Materie drin bin. Ich gebe gerade eher mehr Gold immer aus, als dass ich einnehme, muss ich gestehen. Also von dem her, ja. So. Das ist zu weit weg. Also ich hoffe, dass der Endboss ist. Ich vermute es auch, dass es der sein wird, weil er zumindest in der Liste drin stand. Aber wir werden sehen. Die anderen haben halt immer extra EP gebracht, aber das haben sie ja abgeschafft, ne? Also diese Zusatzbosse, die EP bringen, die gibt es ja an sich nicht mehr. Ah, fuck, diese blöde Flammensäule. Da willst du nicht. Oder war das der, wo du dich umdrehen musstest? Einer von den Dudes musstest du dich wegdrehen. Wenn er seinen Shit macht. Ich weiß halt bloß nicht mehr, welcher das war. Also, wenn dir das vielleicht was sagt, es gibt eine relativ gute Catch-up-Mechanik auch. Jetzt über die Warfronts und so kommst du eigentlich gut Gear und kannst dich gut nachgearen, wenn das ein Faktor für dich ist. Aber ob sich's lohnt, musst du halt immer selber rausfinden, quasi, das kann dir keiner sagen, ne? Jo, das war anscheinend der Endboss, wunderbar. Gut. Dann können wir rausgehen aus der Gruppe. Quest hatten wir keine, oder? Hatten wir noch eine Quest hier drin? Nö, da war keine Quest mehr, ne? Dunkle Portal.
Gut, okay, dann einmal raus. Und wann hole ich mir jetzt schnell das gute Fliegen, also das Schnelle? Und dann für die Horde. Ja, für die Horde. Jetzt spiele ich gerade Horde. Jetzt ist das alles erlaubt. Die brauchen wir nicht mehr machen. Das ist senseless. Bin den Hauptmann, oder? Kriege ich dann noch EP? Sollen wir die 30k noch mitnehmen? Jetzt haben wir uns schon hier hochgespielt. Komm, die 30k nehmen wir noch schnell mit. Ja, das Video kennen wir ja schon mit dem Schar. So. Ach so, dann pizza. Ja gut, das ist halt. Ja. So, okay, jetzt porte ich mich mal. Habe ich da mein Port-Ding hingetan? Schon hier, das hier. Porte ich mich mal raus. Und dann. Was haben wir denn in der Taille? Ah, die ist sogar besser. Und dann können wir tatsächlich schon rübergehen, ne? Nach WoD. Und da ein bisschen was basteln. Ah, schau mal, hier haben wir auch wieder nichts. Jetzt müsste das weniger. Ne, jetzt bringst du noch Mastery, okay. Jetzt bringst du noch Mastery. Ja, gut, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr machen dann. Halt nicht nach SW. Für Sylvanas. Ich bin eher für den anderen Dude. Stimmt, die Questreihe muss ich noch spielen, fällt mir gerade ein. Kann man schon fliegen? Nee, fliegen kannst du noch nicht, das kommt erst. Also zumindest in BFA kannst du noch nicht fliegen. Nein, die ist böse. Die böse Sylvanas aber auch. So, jetzt fliegen wir mal kurz nach oben. Und holen uns das Ding, das schnelle Fliegen, weil in Dings werden wir es gleich brauchen, ne? In WoD. In WoD, naja, 4,7 kostet es. Ein bisschen Rabatt haben wir schon bekommen. Ein wenig. Ja, gut, ich glaube, mit 8,2 soll es kommen, oder? Oder mit 8,1,5? Ich meine mit 8,2. Aber nichts Genaues weiß man nicht, ne? So, dann gehen wir jetzt hier wieder in das Lager und dann fliegen wir einmal. Mehr brauche ich nicht, ne? Ah, fuck, Eichlogie hätte ich halt mitnehmen können, ne? Naja, egal. Jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt ist auch schon wurscht. Ob ich jetzt Eichlogie habe oder nicht. Du kommst ja mittlerweile eh so schnell da hoch. Da ist das nicht so schlimm. Ja, mal sehen. Also warte mal, habe ich den. Ich hätte jetzt auch den Flugpunkt nehmen können, ne? Ich meine, da müsste ich fast schon. Oder habe ich den Flugpunkt jetzt hier schon? Weil sobald du Stufe 90 bist, kriegst du eh Timeless Isles gestellt. Soweit ich weiß. Schauen wir mal einmal. Jupp, einmal rüber nach Timeless Isles. Kann ich auch anziehen. Naja, 500 Gold habe ich noch, ne? Aber es wird wieder mehr, wenn wir jetzt gleich die ganzen Sachen looten. Dann geht das gut nach oben. Dann geht das gut nach oben. Ja, quasi schaue ich jetzt, dass ich über Timeless Isles, dann einmal über die Höhle, dann nach WoD komme, dann zur Garni, dann wird die Garni aufgebaut und dann können wir die Sachen looten. Dann geht das geht echt richtig zügig. Vor allem jetzt habe ich ja auch noch ein paar Tränke dabei, ne? Dann müsste das noch ein Ticken schneller gehen. Genau, lock mal auf den Worry aus. Worry ein so rum. Ach so, die Garni hast du schon ready. Hast du mit dem schon irgendwas abgebaut an Schätzen und an Bonus-Objectives oder hast du da noch was offen? Weil sonst müssen wir mal gucken, wo wir starten. Wir können eigentlich, ja, bei der Horde im Frostfeuergrat dann eigentlich einmal starten und dann so langsam einmal rumfliegen, ne? Einmal rumfliegen. Gorgon halt vor allem, ne? Ich muss mal gucken, ich kann theoretisch auch, wenn wir jetzt nicht eine Gruppe zusammenkriegen, kann ich auch User joined your mit channel. dem Main kommen, ne? Hallo. Ach, hey, grüß dich. Ja, perfekt, so können wir uns ein bisschen besser absprechen. Also Schätze habe ich noch alle offen und nur die Garni eben gemacht. Okay, ja, Direkt wunderbar. bereit. Wunderbar. Ja, gut. Da sollte man relativ zügig durch sein. Müssen wir halt bloß schauen. Sonst logge ich halt, wie gesagt, nur auf einen Char um, ne?
Und dann können wir die Bonus-Objectives halt ein bisschen schneller machen. Ich bin auch im Überlegen, mit dem letzten Char waren wir ja in Dings schon fertig. In, wie heißt hier in. Von Arak kamen wir gerade an und dann waren wir schon durch, Ja, genau, und dann meine sogar noch auf 103 gebastelt da. ich. Ja. Du hast ja theoretisch komplett Nackrand noch, ob's gehen würde, dass man einfach nur die Bonus-Objectives macht, weißt du? Ja. Und, ja gut, wobei das Aufklauben dauert auch nicht lang, ne? Eigentlich ist es wurscht. Eigentlich ist es echt wurscht. Fast schon schade, dann an den Schätzen vorbeizufliegen, die so viel Ja, bringen. ja. Aber du brauchst halt nicht mehr jeden ganz abgelegenen machen, vielleicht so, weißt du, dass da halt nur die Main-Dings sind. Weil wir hatten ja dann eigentlich noch komplett Dings liegen. Nagrand hatten wir noch komplett liegen. Wir hatten, also gut, Frostfeuergrad waren wir ja auch nicht gewesen. Ne? Gut, das ist als Allianzler ist da auch nicht viel, muss man zugeben. Und du hast aber Tanang noch auch komplett liegen gehabt. Wo eigentlich auch noch nicht schlecht was rumflackt. Da hast du zwar keine Bonus-Objectives, oder Bonusziele hast du keine, aber zumindest einen Haufen Bonus-Objectives hast du. Aber da sollte man doch schon 100 sein, oder? Ja, das kannst du erst ab 100 aufmachen, genau. Aber wir sind ja bis 103 noch in Spitzen von Ara gewesen, weißt du? Also Hm, von dem stimmt. her. Also ich fand, wir haben auch die Bonus-Objectives zu zweit ganz gut damals gemacht. Mit dem Monk war ich ja da. Wie du willst. Ja, nee, aber ja, mal gucken. Wir können ja schauen, ob wir, wenn noch irgendwer dabei ist, der ja jetzt noch einen Level 90er Char hat, dann kann er sich gerne noch reinqueuen. Alligator, hey, grüß dich. Und sonst, ja, wenn ihr mitmachen wollt, ne? Wir fliegen halt einmal das Zeug ab. Für die Objectives braucht man keinen, aber für die Ziele ist es halt praktisch schon ein bisschen mehr Leute bist. Aber wenn ich einen hochleveligen Char noch mit reinpacke, dann ist es, glaube ich, eigentlich eh kein Stress, ne? Dann ist das eh relativ easy. Es sollte ein Portal vom Mage direkt in die Garnison geben, dann könnte ich meinen eigenen Char dahin porten. Das wäre noch ein bisschen cooler. Aber für einen Hexenmeister brauchst du wieder drei Leute, das ist ein bisschen blöd. Und so ist das ein Luxus mit diesem zeitlosen Inselskip. Den habe ich ja von dir. Der ist ja voll praktisch. Ja, das auf jeden Fall, weil die Intro-Quest, die willst du halt nicht spielen, ne? Die dauert ja ewig. Also, das ist. Also 20 Minuten bis halbe Stunde bist du in der Intro-Quest mit Sicherheit. Oh, warte mal. Krieg ich den alleine down? Ah, okay, ich mach fast kein Damage. Weil das ist ein seltener Rare-Mob, der ein Pet droppt, das echt ganz gut was wert ist. Sehe ich hier gerade Gucci. Aber die werde ich so nicht tot kriegen. Ich hätte erst die ganzen Kleinen killen sollen. War, glaube ich, jetzt ein Fehler hier anzugreifen. Obwohl die ganzen Kleinen bringen alle 300 DP. Ich krieg wahrscheinlich eh das Pet nicht. So. Bitte, ich hab nichts mehr. Der Giftstack. Warte mal, kann ich nicht Gift runternehmen als Monk? Ah. Warte, ich lade gleich ein. Ich versuche hier gerade noch. Ich überlege gerade auch, ob ich annehmen sollte. Ich mache gerade so einen großen Mob hier. Dann phase ich ja. Nur wenn ich im gleichen Ding. Boah, ich hab's da down gekriegt. Ja, natürlich, es war kein Pet drin. Ja, das war vielleicht eher ein bisschen gewastet. Ja. Ja, gut, okay, egal. Es hätte ja sein können, dass das Gucci-Pet drin ist. Das ist nämlich relativ viel wert. Auch schon damals war es relativ viel wert, weil der Mob halt nicht so oft da ist und es halt auch Kacke droppt, ne? Das kommt halt dazu. Und mittlerweile farmt es ja hier kaum einer mehr. Es sind meistens diese alten Sachen. Oh verdammt, ich habe fast kein Life. Jetzt werde ich wahrscheinlich von den Tigern hier weggenatzt.
Müsst mal gucken. Ah, ich habe das gerade auf dem anderen Account, was das Dingspad wert ist. Warte mal, muss ich mal. Vor allem, jetzt kommen auch gleich wieder die Schluckfrösche. Weil die sind ein bisschen fies. Wenn die dich hitten, hauen die den Debuff drauf. Und der killt dich halt auf jeden Fall. Oh, komm ich durch, ohne einzupullen? Na, aber dafür habe ich den Dings gepullt. Achso, warte mal, jetzt bin ich der Stufe 90. Jetzt kann ich endlich meinen, hier, ne? Rauschenden Jadewild-Skill. Jetzt brauche ich ihn zwar nicht mehr so wirklich, weil ich jetzt keine Dungeons mehr mache. Aber, ne? Haben oder nicht haben? Gut, das Fass könntest du halt auch besser machen. Aber ich finde den schon nicht schlecht. Da hast du halt so eine Base-Aggro hast du halt auf den Mobs drauf. Und das, ja, wenn du beides auf Cooldown hast, ist das schon nicht so verkehrt. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ich das einmal hinziehe. Ja, ich mache das jetzt am besten. Oh, das mal so rum. Habe ich hier quasi das Abstecken. Naja, gut, pa packe ich das so zwischen rein. So, jetzt machen wir das mal mit dem Stuhl einmal. Und zwar hier drauf. Und dann aufs Feuer. Und dann kommt der Ladebalken. Ach, man kann sich diese Tränke nicht mal kaufen, wenn man keine 91 ist. Nee, das ist ja das Problem. Also du musst einmal die Garni freispielen in 91 sein, dann kannst du dir die Tränke holen. Aber meistens Ich schaffst wollte es es schon mal ja. in die Tasche packen, aber selbst das geht nicht. Du kannst sie nicht mal kaufen. Nee, das geht nicht. Aber meistens wirst du ja sogar kommst du auf Level 91, wenn du die Garni und alles freibastelst. An dem Punkt, ne? Ich mach dann noch sogar ein bisschen, also ich mach dann die Quests, bis ich quasi den einen aus der Höhle holen muss, weil dann kriegst du diese komische Armee, weißt du, und das ist schon ganz praktisch in dem Gebiet. Und meistens bist du dann 91, so um den Dreh rum. Genau. Hast du den Warmode an? Du bist, glaube ich, im anderen Phasing wie ich. Ich hab's aus aktuell. Soll ich Ja, anmachen? mach's am besten mal an, dann kriegen wir nochmal 10% mehr. Das ist nicht so verkehrt. Na, schau mal an, eine Brust, aber die brauche ich nicht. Ah, aber transmogmäßig war die sinnig. Hoi, hatte ich anscheinend noch nicht. Das Leder wundert mich, dass ich das noch nicht habe. Schade, dass du hier das Zeug jetzt noch nicht abbauen kannst, weil die ganzen Bonus-Objectives, die sind alle Level gebunden, ne? Also du kannst sie erst mit einem bestimmten Level abbauen. Und hier in Gorgon ist es, glaube ich, 92 oder 93, eins von beiden. Dass das Zeug erst abbauen kannst. Also wenn wir jetzt hier mal runterfliegen und das eine Ding angucken, dann hier, wenn wir uns da draufklicken, 92 ist es, okay. Dann kannst du erst mit interagieren. Weil sonst könntest du halt hier Oh. quasi schon hergehen im Low Level und deinen Charter übelst schnell hochballern. Ne? Das wollen sie vielleicht ein bisschen verhindern. Wobei sie hätten es auch einfach auf 90 setzen könnten. Also das wäre jetzt auch nicht das Ding gewesen. Hier kannst du halt einfach hinfliegen, ne? Da landest du ja, wenn du vom Schiff rauskommst. Und, ja. Dann einfach, na, wie heißt's? Na, dann einfach die Quest annehmen. Dann ist es relativ easy. Eine Stunde ist voll. Ja, ich sehe es, jetzt fliege ich gerade noch rüber und, obwohl, wir können es dann bei der nächsten machen. Gut, dann, ja. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Tila. Ciao.